Alles gerne. Also, wir sind wieder da, wir sind im Wald, der jetzt noch erscheint, wir sind ein bisschen mit dem Hund unterwegs und ja, ich habe mir einfach gedacht, so, wir ziehen uns mal wieder zwei schöne Bierchen und ja. Die Stöcke fallen schon von den Bäumen runter, denn es ist äußerst windig, wie man sieht. Ja, der kleine M-Speaker ist da und es gibt das 5.0, das ist das 5.0 und ja, ich werde es einfach mal öffnen, denn der Durst ist unmenschlich. Dennoch schön. Also. Yeah, Sam Spicy in the forest again and I drinking two beers. Yeah, you see just one, but it's okay because the other one is in my hose, in my pants. So. And one cigarette behind my ear. But no fear. Cheers. Yeah, it's a windy city. We are not in Chicago, but it's a windy city. Sein Name ist Speaky. Ich mag ihn sehr gerne. Mini Speaky, M-Speaker. Oder Speakosimus. Schöne Namen, schöne Hündchen. Jack Russell. Russell Crowe. Russell Crowe. Alle da. Ja, die Witze waren auch schon mal besser, ich weiß. Allerdings genieße ich auch ein bisschen die Luft. Ja, die Luft. Ah, geil ist das hier. Mein Gott, ist das hier geil! Ich würde am liebsten schreien, aber das Bier muss rein. Also in der letzten Zeit habe ich wirklich Probleme dem Dings, ja, es ist wieder Camera Woman, also einen Film drehen hier mit, wie heißen die großartigsten Regisseure wie Spielberg oder so, ne? Bitte gewisse Kameramenschen einfach weit weg vom Set. Weit weg vom Set. Ne? Am besten auch nicht in der Küche. Ne? Ja, das tut mir leid, aber wer die Kamera auf dem Boden hält, ja, ich weiß, ein Speaker ist ein bisschen unglücklich. Ich möchte gerne laufen. Und ja, das heißt unglücklich, ne? Ein bisschen Luft hier draußen ist doch nicht schlecht. Ihr müsst der Amp-Speaker. Ich hoffe, man kann mich überhaupt verstehen bei dem ganzen Wind. Ich höre nämlich schon nichts. Ja, so gefällt mir das ein bisschen besser. Ja, ja, ja. Sam Spicy ist wieder. Ja, ja, ja. Aber, oh, stinkt ein bisschen. Nach, ah, ne, stinkt doch nicht. Riecht gut. Kleiner Wechsel so, damit die Leute natürlich auch den wunderbaren Wald hier erkennen können. Naja, die erste Dose habe ich fast leer.
gute 5.0. Man sollte vielleicht mal die Raucherei sein lassen. Aber das sage ich in jedem Video und es wird immer weiter gepafft. Manchmal schmeckt mir einfach dann denkt man natürlich, warum trinkst du es dann, Junge? Und lass es doch. Nein, nein. Das ist ja der Sinn und Zweck, sich selbst zu quälen. Was, Vicky? Ich mag meine Kamerafrau sehr. Sie ist zwar sehr unterbezahlt, aber... Was willst du machen? Ja, ist leer jetzt das erste. Schallpisse. Kurz da hinstellen. Das nehmen wir gleich mit, weil da ist der Pfand drauf. Und hier ist Nummer 2. Ich weiß, ich bin ein bisschen langsam, aber man muss auch immer bedenken, aus der Dose schäumt das ziemlich stark. Soll jetzt keine Entschuldigung sein, aber Donnerstag kriege ich die Haare geschnitten. Hoffentlich. Ist das Mr. Rabe? Mr. Rapp, Stefan Raab. Okay, das war auch ein Anti-Witz. Ich merke, das erste Bier verleitet mich wieder gleich aufs Klöchen zu gehen und ein bisschen dünn zu scheißen. Möglicherweise. Ja. Prost zum zweiten. Im Hintergrund übrigens der Basketballplatz. Ja, oder ich gebe dir das, das ist offen, da habe ich noch nicht von getrunken. Und du gibst mir deins und dann kannst du das auch trinken. PPD fällt auch hier rum. Voll die Balance-Aktion. Aber. Oh. Sind die Frösche, die hier langlaufen? Wanderfrösche. Quark, quark. Gehen wir mal wieder ein bisschen in die Sonne. Ah.
was soll man sagen? Ja, ich könnte den Hund ja auch mal nehmen, einer Hand, vielleicht wird's besser. Wie die Marx in der Sonne stehen. Nee, das, ey, nicht an meinem Ding. Nicht dahin schießen. Ja, heute mal kein Geschwindigkeitstrinken. Ich wollte euch nur mal wieder zeigen, dass es auch anders geht. Dass man halt auch chillen kann ein bisschen mit dem Hund spazieren und natürlich zwei Bierchen trinken kann. In Ruhe. Ein bisschen frische Luft im Wald. Ein bisschen die Sonne. Sofern sie denn scheint. Ein paar Wölkchen sind ja am Himmel, aber weglaufen, ne? Ja, Zeit 2 könnte ich ja abmachen, aber du bist ja in letzter Zeit ein bisschen aggro. Ja, die Hälfte haben wir. Die Bobbel vom Hals sind schon ein bisschen, übel. Ja, der Speakies verschwindet gleich im hohen Gras. Aber er ist weiß und dadurch kann man ihn gut erkennen. Die Sonne knallt wieder ganz schön ins Auge. Meine Güte, da hat aber die Zigarette mir einen Bobble in den Hals reingeballert. Boris Becker mäßig. Bobble. Oh, mein Auge juckt. So, das war's. Zwei Bierchen im Wald, chillig mit dem Hund. Sam Spicy sagt ciao und danke fürs Zuschauen. Es muss ja nicht immer schnell sein. Also, es ist heute für den Tag Dienstag. Angenehmen Dienstag.